Huhu, einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen. Ja, gestern aus der Packstation abgeholt. Heute geht's wieder los mit der Lutschitz Box. Noch nicht aufgemacht, nur Klebeband-Dings, damit ich das hier nicht so machen muss. Hab so noch nicht aufgemacht, dementsprechend weiß ich auch nicht, was drin ist. Auf jeden Fall muss ich sagen, wie ich das gestern aus der Packstation rausgeholt habe, es ist relativ leicht gegenüber das letzte Mal. Mal gucken, was da so gleich drin ist. Also, seid gespannt. So, das an der Seite, die Schrift ist nicht weggegangen, das ist aber auch egal, das ist nicht so schlimm. Das macht nichts. So, ich schneide das sowieso nicht. Nein. So, dann schauen wir mal. Also Januar, die Lutschist Plus, wohlgemerkt. Und dann schauen wir doch mal, was da so Nettes so drin ist. Also die Verpackung draußen ist wie immer dasselbe. Die ändert sich irgendwie nie. Sollten sie mal vielleicht mal machen. Themenbasierend vielleicht. Aber nee, dann könnte man da schon viel verraten, ne? Da weiß ich nicht. Aber mal schauen. So. Meine Katze guckt auch schon so. Und ich dachte, ich hätte alles abgemacht. Irgendwo bleibt das gerade noch kleben. So, jetzt ist es richtig auf. Okay, das ist das Messer wohl nicht richtig durchgekommen. So. Gut, dann schauen wir doch mal. So, dann halte ich mal nicht unbedingt das Teil hier in die Kamera, sonst weiß man ja, was da drin ist. Ich weiß das auch dementsprechend schon eigentlich nicht, weil es verdeckt ist da unten teilweise. So, was haben wir denn als erstes? Wir haben eine, was auch immer das ist. Die Zieh, bla bla bla. Und was mit Batman Black and White Minifigur? Ah, okay. Das soll dementsprechend eine Minifigur drin sein. Da gucken wir nämlich auch einmal rein. Die Packung wird ja überbewertet. Ich hätte das Messer doch bei mir behalten sollen. Ich glaube, ich muss gleich eine Schere holen. Okay, das ist natürlich eine kleine Nacht. Ne, warte mal. Ah, hier. Autsch, das Trennbeton. So. Dann gucken wir doch mal. Das ist eine Figur, die vom, ja, Plastik halt, ne? Batman Figürchlein. So, das war doch die richtige Melodie, oder? Bestimmt. Okay. Made in China? Lass mich raten. Ja. Warte mal, nee, Manufaktur in China. Riecht man. So, ist aber nicht so schlimm, tatsächlich. Habe ich schon mal schlimmer erlebt. Wenn man von Medion einen Fernseher bekommt. Was ich übrigens auch zurückgeschickt hatte. was aus der Packung her
reine Chemie rauskommt. Habt ihr das schon mal gehabt? Ihr habt das bestimmt schon mal gehabt. Bin bestimmt nicht der Einzige. So, nochmal zum Thema zurück. So, ein T-Shirt. Echt jetzt? Okay. Ich habe wie immer Größe XL. Das T-Shirt, was ich auch anhabe, ist auch einer aus den Lootboxen. So, das sieht mir schon fast wie, weiß ich nicht, kann ich gerade nicht zuordnen. Ich habe eine Ahnung. Aber das sehe ich gleich im Heft später. Aber ich habe eine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit Pokémon zu tun hat. Oder zu welchem das jetzt gehört. Keine Ahnung, mir sieht das gleich so nur auf den ersten Blick im Endeffekt wie Pokémon aus. Aber das sehen wir ja gleich dementsprechend, was drin ist. Oder zu was das dann dementsprechend gehört. So. Dann, was haben wir denn hier? Thank you for buying, friends. Ich kann mein Englisch jetzt nicht so gut. Dementsprechend eine kleine Postkarte entsprechend. Haben die immer dann mit dabei, eine so eine Postkarte. So. Das komme ich gleich. So, dann schauen wir mal, was haben wir hier denn noch drin? Borderlands 3. Ich weiß nicht, ob ihr gerade meine Katze gesehen habt. So, Borderlands 3 habe ich hier was. Das ist ein Mod, wie ich sehe. Modded, keine Ahnung. Ich habe Borderlands nicht gespielt, also jedenfalls nicht den dritten Teil. Ich kann das jetzt nicht zuordnen. Also in der schönen, wie man es auch schon sieht, Verpackung. Mal wie aus Platzgründen sowieso in den Müll landet. Ist nur Plastikkram hier. Das Wichtigste ist das, was hier drin ist. Ist das ein. Warte mal, das ist ja echt. Ah, okay, das bis auf das, also das hier, das. Kann man gut belassen. Das ist nämlich, sieht fair wie eine Wanne aus. Also ist das nicht üblicher Plastik. Das ist auch fest, ne? Ja, genau, das wird natürlich nicht weggeschmissen, weil das gehört dazu. So wie es aussieht. Ja, wer Borderlands 3 gespielt hat, weiß das vielleicht, was das dementsprechend ist. So, auf jeden Fall eine Ente. Kann man übrigens nicht in eine Badewanne mitnehmen, die ist dafür so schwer, glaube ich. Wobei, da ist ein Loch drin. Weiß ich nicht. Gehen wir mal auf nicht auf die Löcher ein. So, dann haben wir hier Kaugummi, Heatbangers, Bars. Das ist Kaugummi, mal wieder mal so ein bisschen Kleinigkeiten mit dabei. So, was haben wir hier noch? Wichtige Information, achso. Enthält Duftöle, Duftanhänger nur freihängen. Ah, das sind Duftanhänger. Und meine Katze, die ist da auch gerade interessiert an Entchen. Das ist ein Duftanhänger. Deshalb packe ich das jetzt auch nicht aus. Und zu guter Letzt haben wir Dr. Egon Spengler.
Da ist eine 35 mit einem Geist durchgestrichen. Bin ich so alt dafür? Genau, es gibt ja verschiedene Sets, so wie es aussieht. Ich zeige das mal ganz kurz. Ich packe das auch gleich sonst nochmal aus. Gibt scheinbar verschiedene Figuren dazu. Das ist die Figur 743. Ich packe das einmal aus. Okay, der ist kleiner als die Verpackung. In der Verpackung, da müssen Sie sich auch echt mal überlegen, weil es teilweise sehr fragwürdig dann auch ist. So, Herr Dr. Spengler. Egon Spengler. Ghostbusters natürlich, ne, scheinbar dementsprechend. Deshalb auch das Ghostbuster-Symbol und so. Auf jeden Fall, weil kommt mir irgendwie auch ein Streamer so bekannt vor. Aber so, jedenfalls, wenn man das wegdenkt. So, genau. Ja. Ist auch so ein bisschen. Ach so, warte mal. Was kann der denn hier? Aha. Also, man kann dementsprechend auch ein bisschen seinen Kopf verdrehen. Sieht jetzt hart aus, ne? Hier gibt es einen Knopf zum Drücken. Funktioniert der auch? Nein. Schade. Ist alles nur Tarnung. Ich dachte, jetzt kommt da so ein Strahl raus. Ich dachte, jetzt kommt da so ein Strahl raus entsprechend und. Und fängt mich ein. So. Kannst du auch deine Brille abnehmen? Nein, du bist festgewachsen, ne? Ja. So. Das war's tatsächlich aus der Box und jetzt gucken wir doch mal im Endeffekt, was wir. Da jetzt auch ein T-Shirt zum Beispiel haben. Mal einen kleinen Poster dran. So, T-Shirt. Nightbot Attack. Ein riesiger Totoro greift uns an und zerstört Städte. Im letzten Jahr hätten wir das noch bedingungslos geglaubt. In diesem Jahr hoffen wir auf das friedliche Gemüt von unseren Lieblingsnachbarn. Nightbot Attack. Ich weiß immer noch nicht, so was das gehört. Wenn das jemand weiß, einmal bitte Bescheid geben. Das T-Shirt, was ich vorhin gezeigt habe. So. Borderlands. Der Borderlands-Charaktere sind so cool, dass sie selbst von Enten gecrossplayed werden. Aber Achtung, die Badewanne mögen sie nicht besonders, sonst wird ja das Cosplay zerstört. Frag mich nicht. So, genau, Peter, Vincent und Egon stehen bereit, um alle Paranormalen in deiner Wohnung zu jagen und sicher so zu verwahren. Die Figur, nur zur Information, ich habe ja, wie ich schon sagte, die Plus-Version. Die Figur gehört zur Plus-Version. Das wollte auch nochmal entsprechend nochmal schauen. Genau. So, das war's auch tatsächlich schon mit dem Januar 2021 Loot schießt.
Und ich hoffe mal, das hat euch so gefallen, was dabei war vielleicht. Und gucken wir mal, was dann im Februar dabei ist und was dann da ist. Also, ich danke euch fürs Zuschauen und dann wünsche ich euch dann eine angenehme Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder eine Lutschieße aufmache. Also spätestens im Februar. Also, bis dann.